Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ja, Keck, können Sie mir sagen, was Kapuze auf Englisch heißt? Ja, Keck. In English, please! Ja, kennt man. Das ist doch wieder Masken, ne? What's that in English? Look up here! Ey, ist es gerade dein Ernst? Soll ich jetzt in dem Wörterbuch hier rumsuchen, obwohl du es mir auch einfach kurz sagen kannst, du? Wie redest du eigentlich mit mir? Für dieses freche Verhalten kannst du jetzt erstmal zum Rektor gehen! In English, please, du kleiner... Recht hatte ja, der Lehrer möchte das, also muss auch so sein. Herr Keck, darf man für etwas bestraft werden, was man gar nicht gemacht hat? Hey, den Spruch kenne ich irgendwo ja, den habe ich bei meinen Videos... Gut, das ist jetzt, glaube ich, schon 3 Jahre her auch gebracht. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja unfair. Perfekt. Weil ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Toll. Und ich habe eigentlich jetzt... Na gut, muss ich meinen Blog jetzt holen. Ein Cartoon dafür aufgeschrieben. Ach. Mit diesem Witz. Du kleiner... Wem sein Handy war das? Ihr wisst, Handys sind im Unterricht verboten. Wenn sich der Übeltäter nicht gleich meldet, bekommen alle eine Strafarbeit. Herr Keck, das gar war nicht. Mein Handy. Ah ja, wer hätte es gedacht? Handy her und sofort zum Rektor. Ich glaube, der Herr darf eigentlich das Handy nicht mal abnehmen. Also, ich hätte es nicht gemacht. Oh, das ist ein wichtiger Anruf. Kennt man, aber die Lehrer dürfen's. Aber bei uns haben sie mal Bescheid gesagt. Heute habe ich mein Handy an, weil ich auf einen wichtigen Anruf warte. Ich kurz rangehen. Aber wehe, du lässt dein Handy mal an, weil du auf einen wichtigen Anruf wartest. Kann ja sein, dein Mutter hat eine OP und will dich dann anrufen, ob alles schlecht verlaufen ist. Und die Lehrerin so, ne, geht nicht. Ah ja, und das ist erlaubt, du kleiner... Levin, put your phone away! Mein Haus ist abgebrannt und meine Familie ist im Krankenhaus! I can't understand you! Das wäre doch diese Sitze halt mir sowas von egal. Ist das gerade hier ernst? In Englisch, please. Fuck! Das war aber Englisch. Und deshalb bist du so fett. Okay, du willst es so. Ey, was machst du da? Warum streckst du? Ich hab dir gesagt, warum hör auf zu beleidigen. Okay, jetzt wirst du geil sehen. Bitte, bitte hör auf, Bro. Das war nur Spaß. Bitte, ich bekomme so Ärger. Das ist jetzt zu spät. Ja, Franz? Darf ich kurz auf die Toilette? Oh, mies, Alter. Der ist gut. Oh ja, Mann. Du bist so ein fetter Ehrenmann. Spaß! Oh, Mann. Herr Keck, darf ich ein bisschen raus? Mir geht's nicht so gut. Ja, wenn's unbedingt sein muss, gehst du ein bisschen an die frische Luft. Aber bitte nimm noch jemand mit, nicht, dass du draußen noch umkippst. Levin! Ja, ich nehme den Franz mit. Okay, aber bleibt nicht so lange weg. Bro, das heißt Freistunde. Ja, normal, lass erstmal zu Megges. Man kennt es, Alter. Mitten in der Schule einfach mal zu Meckens gehen. Na klar, genau. Ich wünschte, ich hätte das machen können. Ich hätte eine Frage. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe Aufgabe 2 nicht. Ja. Oh Mann. Aha, Aufgabe 2. Wenn er selber nicht weiß, was Aufgabe 2 ist, obwohl er die Aufgaben aufgegeben hat. Oh Mann, da werde ich heißen. Was ist hier im Himmel? Oh, Alter. Was verstehst du denn daran nicht? Also, was ich da jetzt rechnen muss. Also, du musst... Ich würde einfach sagen, ich hab's verstanden. Tschüss. Oh mein Gott. Jedes... Komplett mit dem Stuhl. Mal, wenn man in der Schule groß muss. Okay, jetzt ist keiner da. Jetzt kann ich schnell aufs Klo. Unsere Schultoiletten waren so ekelhaft, Alter. Junge, Unterricht ist so langweilig. Ey Mann, warum stinkt's hier so? Alter, da ist jemand scheißen. Ih, Digga, ist ja ekelhaft. Wer macht sowas? Er hat weiße Air Force. Das ist der eine aus der Paraklasse. Na gut, dass nur er solche Schwert. Junge, wie eklig ist der? Was ein Schwein. Lass den anderen erzählen. Ja, weg hier. Hä?
wenn ich in der Schule eine Abschlussrede halten würde. Oh, nicht. Das mussten wir zum Glück nicht. Der! Emma, du kannst leise sein. Ist eh besser so, weil es stinkt, wenn du den Mund aufmachst. Levin, wie benimmst du dich hier? Sie brauchen mir gar nichts... Nein, du brauchst mir gar nichts sagen, weil ich fertig mit der Schule bin. Also halt dein Maul. Und dann kommt der Rektor um Decke. Tut mir leid, man muss vertan. Sie müssen nachsitzen. Sie müssen das Jahr wiederholen. Oh, oh, das wäre so ernst. Großes Dankeschön geht an Philipp, weil er mich immer abschreiben lassen hat. Sonst wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Sophie, du bist mega die Zicke und ich konnte dich noch nie leiden. Moritz, du bist der größte Streber und mega die Petze. Und ja... Der geht an euch alle. Ich bin raus. Jedes Mal am Anfang vom Schuljahr. Was geht, Levin? Ich glaube, so dachte fast jeder, der dann die Schule endlich verlassen konnte. Lang nicht mehr gesehen. Und zwar für Was immer. Was geht? Hab die ganzen Leute hier echt nicht vermisst. Ich auch. Ey, aber dieses Jahr ziehen wir richtig durch. Ja, ohne Witz. Jetzt strengen wir uns an und lernen für... Wir wollten unseren Abschluss unserer Lehrerin richtig fetten Streich spielen und an ihr Auto hinten ganz, ganz viele Dosen und Glasflaschen binden, ne? Aber sie kam an den Tag extra nicht mit ihrem Auto aufs Schulgelände. Besser gesagt, die hat es woanders in diese Stadt hingestellt. Die war raffiniert. Jede Arbeit. Ich habe sogar neue Stifte gekauft. Ich auch, Bro. Jetzt wird rasiert. Was? Wir schreiben morgen Mathe. Wenn man sich in der Schule früher Geld geliehen hat. Ach du Scheiße, ich hab mein Geld vergessen. Yo, Sebastian, kannst du mir 2 Euro geben? Ich geb dir die auch morgen wieder. Ja, aha, kein Problem. Aber warte mal kurz, ich muss mir da Notizen... Ich warte immer noch auf Geld, dass ich welchen geliehen habe. Machen. Das ist ewig her. Was machst du da jetzt? Ich hab einen Vertrag erstellt mit 14,87% Zinsen, damit ich auch abgesichert bin. Was bedeutet, für jeden Tag wurde mir das Geld nicht gegeben, oh, immer weiter verzinst. Bruder, was? Das ist doch... Oh Mann, da kannst du auch gleich zur Bank gehen und dir Geld leihen. Aber genug mit dem Geschäftlichen, hier deine 2 Euro. Viel Spaß damit. Junge, behalt dein Geld, ich hau dir jetzt nämlich ordentlich auf die Fresse. No front an alle Mädchen, aber im Sportunterricht ist es jedes Mal so. So, Selina, wir machen jetzt Noten. Werf mal den Ball auf den Korb. Wäre es nicht in Korb besser? Was für ein, das war der epischste Schmiss überhaupt. Drin, aber ich habe gesehen, dass du dir Mühe gibst. 1 minus. Mhm, danke, Herr man. Oberschenkel. So, Levin, du bist jetzt dran. Hat man das nicht schon mal? Yes, Kobe. Wow, sehr schön. Perfekte Ausführung. 3 minus. Was? Wie willst du das eigentlich noch besser machen, wenn es schon perfekt ist für eine 1? Wenn es für einen perfekten Schmiss und Treffer eine 3 minus gibt, wie kriegt man dann überhaupt eine 1? Muss den Korb mitschmeißen. Der Lehrer mich mal wieder provoziert. Ja? Darf ich kurz auf die Toilette gehen? Sorry, we can't understand you. Oh. Kann ich kurz auf die Toilette gehen? Als ob es das jetzt besser macht. In English, please. Can I go to toilet, du Huren? 5 Klässler früher versus heute. I just met you, but this is crazy. But here's my number, so call me maybe. Da war gerade ein Schimpfwort, sowas darf ich noch gar nicht hören. Sie sagte, fick bitte meine dicken Silikon-Titten. Okay. Was machst du so? Willst du ein paar auf die Fresse oder was? Wenn man in der Schule einen Ständer hat. Wer möchte vorkommen, die Hausaufgaben anschauen? Die Frage ist, warum? Levin! Ich? Das ist, nee, Kevin! Natürlich du! Auf geht's! Ich, hast du die Oh mein Gott, wenn du dann aufstehst. Stell dir mal vor, du hast da eine Trainingshose an, Alter. Hausaufgaben nicht! In einer Jeanshose, die dürfte man ja nicht so sehen, oder? Aber ich... Los jetzt, geh vor! Hältet den jetzt, schreibt er an der Wand? Was machst du da? Alles klar bei dir? Ich, keine Angst, sieht man sowieso quasi nichts. Also das war ein Diss. Schule furzen muss. Ja gut, okay, da lachen sich bloß alles kaputt. Oh scheiße, ich halte den schon so lang drin, ich muss ihn jetzt raus. Bloß die Lehrer fanden das nicht so lustig. Auslassen. Es sieht so aus, als würde sich ein neuer Furz bilden. Sollen wir den leisen tödlichen oder den lauten nicht tödlichen wählen? Wir nehmen die leise tödliche Variante. Er soll es auf jemand anderen schieben. Okay, Chef. Ich weiß, was ich mache. Ich schieb es einfach auf Alex. Der stinkt eh immer. Bereit zum Abschluss. Stinkt in 3, eh immer. 2. Oh oh. Was ist passiert? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Alle festhalten. Oh oh. Das ist der Atomfurz, Alter.
eingeschissen. Oh Mann. Man bei der Klassenarbeit keine Ahnung hat. Sag mal, Levin, was rechnest du da? Na, die Aufgabe. Rechnen. Die Aufgabe. In einer Englischarbeit. Was ist das gut? Englischarbeit? Oh mein Gott. Ich sag mir nicht, der hat die ganze Zeit Mathe-Zahlen. Naja, Mathe-Zahlen sind Zahlen. Wenn man in der Schule Geburtstag hat. Oh nein, zum Glück hatte ich immer einen Feriengeburtstag. Ist doch gar nicht, dass du heute Geburtstag hast. Bitte, Bro, hör auf, nein. Nö, nö. Ey, wenn du das machst, dann... Ich hab das nämlich gehasst, wenn alle aus der Klasse angerannt kommen. Genau, alles Gute, alles Gute, alles Gute, alles Gute. Ich hab's ja bei anderen erlebt. Und einmal war es halt so, dass die Lehrerin darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich einen Feriengeburtstag habe. Und dann kamen natürlich alle an. Alles Gute nachträglich, alles Gute nachträglich. Yay, hi, du Ständer Furz. Wussten Sie, dass Levin heute Geburtstag hat? Oh nein! Ja, dann herzlichen Glückwunsch! Wollen wir ein kleines... Bei uns wussten die Lehrer das immer. Die hatten es immer im Buch drin stehen. ...Liedchen singen? Nein, nein, ist wirklich nicht nötig. Danke. Oh doch, darüber würde er sich sehr freuen. Oh nein. Ich leite ein. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Wenn man eine heiße Nachhilfelehrerin hat. Endlich fertig. Oha. Ah, wegen deinen 2,5 oder da muss aber ein bisschen noch der Bene rasieren, um heiß zu werden. Ich habe heute meine Nachhilfelehrerin bestellt. Nee, Mann, ach so, ich hab da Mama. Bock drauf, Mama. Aber die muss auch mal... Na, was soll's? Ah, jetzt hör auf rumzuzicken und geh ins Wohnzimmer. Sie ist schon da. Hi. Wow. Du bist meine Nachhilfelehrerin? Ja, setz dich. Okay. Was sollen wir denn heute durchnehmen? Ganz erotisch, ja. Mir egal, ich bin offen für alles. Oha, jetzt wird das Gespräch aber in eine Richtung gelenkt hier. Halt. Was machst du da? So. Ich glaube, er hat Nachhilfe falsch verstanden. Na gut, ich glaube, er hat Nachhilfe richtig verstanden. Ich dachte... Was? Nein, hol deine Schulsachen raus. Sie hat Nachhilfe anscheinend falsch verstanden. Junge, das war geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Die Sinne verabschiede mich und bin damit raus.